Ein neuer Morgen bricht an. Willkommen in Pandora, der Welt der Sonne. Und die Welt der Creeper und alle neuen Schrecken, die mittlerweile neu rausgekommen sind. Und noch unbekannten Dingen, die ich noch nicht weiß. Ich habe auch keinen Bogen dabei, fällt mir gerade ein. Den sollte ich eigentlich dabei haben. Ist übrigens Todesmoody, was ich hier mache. Es ist kurz nachdem wir mit einem Sprint ins sichere Haus gerannt sind. Hier kommt mir das immer so extrem. Habt ihr es gerade gesehen? Habe ich ein. Habe ich HDR oder was? Guck mal in die Sonne. So. Jetzt gehe ich hier rein. Und die Augen passen sich den Lichtverhältnissen an. Wie geil ist das denn? Das hatte ich ja noch nie. Blocken kann ich, sehr schön. Bogen. Pfeil. Gut. Denn wir brauchen auf jeden Fall sowas für gegen Creeper. Weil ein Creeper im Nahkampf zu schlagen ist, zwangsläufig nicht gesund. Gibt es so eine Art Quicksave hier? Gab es mal irgendwo überhaupt einen? Ein Schnellspeichern? Stimmt, es gab glaube ich eine Variante, um hier drin Stream, hier Twitch zu streamen. Also eine In-Stream-Funktion. Die werde ich aber getrost auslassen. Wir werden vielleicht mal irgendwann einen Stream-Show machen oder so. Wieso will ich jetzt eigentlich Brot holen? Im dunklen Wald. Da lebt doch die Kreatur. Ich bin mutig. Ich gehe durch. Mit Monster zu spielen ist ein bisschen heftig. Zumal hört man die Creeper ja nicht. Wir brauchen dringend Laternen hier. Gut, läuft. Und wir haben... Natürlich gibt es auch... sind die Death Cats eigentlich noch da? Die ich hier eingemauert habe. Vor 3, 4 Folgen. Boah. Alter. Schreib mich doch nicht. Nein, die Katzen konnten aus der Lava entkommen. Beware of Death Cats, die einen immer hinterher liefen. So, wir sind ja auch mal in der Expedition gestartet und waren über den Weg hierher gegangen. Und hier sind wir in unserem Starthaus, unserem Startdomizil, weil wir viel Brot haben. Nehme ich mal einen Stack mit. Da habe ich auf jeden Fall schon mal vorgesorgt für die nächsten Stunden. Und wir wollen doch mit der Lore fahren. Mit der Karre. Ja, es kann eigentlich nichts passieren, wenn ich hier längs gehe. Es ist hell. Aber wenn der Wald dicht genug ist, spawnen auch selbst dort Creeper. Und zudem haben wir hier Wasser. Ah, der Wald. Da drüben ist, übrigens jetzt kann man den sehr gut sehen. Gegen der Sonne ging das schlecht. Weil die blendet stark. Da sieht man den LPT-Gedenkbaum. Auch ein sehr schönes Gebilde, was an die zwei, eigentlich an das eine LPT gedenken soll, was leider nach 119 Folgen nicht mehr lebt. Und wir fahren jetzt nach Trilliskan auf einer. Zieht ein bisschen. Auf einer Schiene, die funktioniert.
Nee, ich wollte gerne nicht raus. Und ich muss sagen, es erleichtert doch tatsächlich das Nether-Tor. Das Nether-Tor. Okay. Auch wenn ich nicht weiß, wo das Nether-Tor herkommt, aber okay. Da haben wir eins. Ich habe echt keine Ahnung. Ich wusste echt nicht, dass ich ein Tor hatte. Wir wollten ja den Nether, um Glowstone zu holen. Vielleicht sollten wir das angehen. Das wird eine Katastrophe. Ich habe dort nicht mal eine Residenz. Ich glaube, die letzte... Ach, das sind ja nur Bewohner. Kriegt ihr gerade schon Angst. Das letzte Mal, dass wir da waren. Ja, ich gehe den Weg jetzt zu Fuß wieder. War sehr lange her. Und das war in... Ich glaube, na, Peace Mode war es nicht. Aber das war im Extremmodus. Also das war rein, hacken, raus. Und teilweise auch im Peace Mode. Aber vielleicht mache ich auch mal eine Nether-Session. Es wird mal wieder Zeit. Aber dann soll ich nicht so eine Pussy sein und mir mal den Peace Mode... Oder wie man so schön sagt, den Noob-Modus soll ich abschalten. Und wenn ich das nicht mache, dann soll ich einen 24-Stunden-Stream machen. So, mir ist das alles noch ziemlich dunkel hier. Leider habe ich keinen Glowstone dafür. Mensch, auch dafür brauche ich Glowstone. Kacke. Tja, was machen wir nur? Was machen wir du? La 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 la. 28 Holz. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Holz. Man kann echt nie genug davon kriegen. Wir haben doch irgendwo eine Steinmine, ne? Ja, es ist ein bisschen buggy hier mit den Dingsen, aber es macht nichts. Ich glaube, zur Steinmine sollte ich mal gehen und gucken, was das, was man da machen kann. Es wird schon wieder dunkel. Na, noch ist aber Zeit. Und natürlich auch keine Relation. Bei mir ist gerade das Licht irgendwie geflackert, aber richtig. Na, ich kann auch hier mein eigenes Auge sein, weil der Bildschirm extrem blendet. Mann, ist die Musik laut. Aber ich muss sagen, Minecraft sieht so viel geiler aus. Also Hut ab, was der Shader leistet, nicht schlecht. Übrigens, ich habe Java nicht mehr RAM zugewiesen. Das braucht man, glaube ich, nicht. So, den Baum holt sich noch ab. Ich glaube, ich gehe wieder bald ins Lagerhaus schlafen, so wie es aussieht. Soll ich noch eine Mod What's My Light Level runterladen? Damit ich weiß, wie überhaupt die Lichtlevel ist. Das wäre noch fair. Ich bin aber echt eine Angewohnheit, da in dieses Planschbecken zu baden. Und was geht Dudel aus? So. Dann gehen wir noch mal hier zur Geschichte.
Ja, die große Palisade, die alles absichern soll, habe ich auch noch nicht. Fack. Absichern ist auch so eine Frage. Weil hier wieder so viele dunkle Stellen sind. Können überall Monster spawnen. So, ich meine, das war bei der rechts vom LPT-Gedenkbaum, der übrigens megamäßig hoch ist. Aber richtig geil aussieht. So. Musik direkt wieder laut gestellt. So, irgendwo hatten wir eine Steinmine und die war richtig heftig. Super heftig Steinmine. Wir so euch geben einen Bongo. Der schnellste Weg zu den Naboo führt mitten durch den Planetenkern. Nun gehen. So. Nee, ich habe das nicht gesehen. Nein, ich finde andere Serien etwas besser. Serienfilme, Entschuldigung. Es geht. Hier ist... Och du Scheiße, haben sie schon die Kühe drin gesammelt. Jo, das ist die alte Mine. Was ist alte? Die ist eigentlich immer noch aktuell. Natürlich nichts im Vergleich zu den überdachten Schacht Konrad. War hier nicht mal ein Schild? Also Regen und Gewitter kann ich nicht abschalten. Wenn es regnet, regnet's. Nö, nö. Nö, 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 nö. Gut. Ja. Ich frage mich immer noch, was für ein Geräusch das ist, wie sie das produziert haben. Klingt irgendwie lustig. Jetzt seid ihr gefragt, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin im Moment ideenlos. Ich laufe einfach rum und bewundere. Lass mir auch meinen Spaß. Ich habe schon lange kein Minecraft mehr gezockt. Aktiv zumindest. Wirklich, wirklich cool. Das sieht man auf YouTube wahrscheinlich nicht, aber man kann die Blätter des LPT-Gedenkbaumes sich bewegen sehen. Ganz schwach sieht man jedenfalls. Die Playlist macht nur noch Scheiße. Die hat immer bessere Musik gespielt, die auch passt. No, willst du geschlachtet werden? Ups. Jo. Na gut, wir könnten ja mal anfangen, mit der Spitzhacke wieder was zu machen. Da will ich jetzt aber überlegen, mir doch noch die Faust Gottes runterzuladen. Das Problem ist, die haben wir nur ja auch nicht mehr. Die ist ja weg. Haben wir Diamanten? Das ist die Frage, und was macht überhaupt ein Tintenfisch hier? Na, das haben wir dann gestellt.
glaube, ich mache mal Folgendes. Kommt mal alle mit. Kommt ihr hier rein? Ja, wir wurden alle reingeschoben. Ach siehste, guck mal, die fühlen sich schon direkt heimisch. Was soll das eigentlich sein hier? Fernseher? Naja, ich bin schon viel zu weit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich mache erstmal eine kleine Pause. Ich denke mir, die nächsten Folgen werde ich auch zügig aufnehmen. Das sind erstmal die Einstandsfolgen, um zu gucken, ob es funktioniert. Und ja, sehen wir mal. Bis dann. Bye bye.